So, bei mir steht jetzt Marco Godardi. Hallo, Christi. Hallo, hallo, servus. Marco, du begleitest uns heute eigentlich durch das Programm, immer wieder, gell? Ja, ich bin eigentlich die Hausmusik heute. Sozusagen ist es dein Konzert und der goldene Country Style so zwischendrin. Nein, absolut nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da auf uns zukommt, weil ich verfolge die Szene schon immer wieder ein bisschen von der Schweiz aus, aber es freut mich gut, was ich da jetzt schon gehört habe. Wie lange machst du das schon, Country Music? Im nächsten Jahr sind es 20 Jahre. Gratuliere, wow. Aber kein Ende in Sicht, oder? Nee, ich weiß nicht warum. Also von dem her, zu viel Freude dran. Das freut mich. Ich habe das auch schon mitbekommen von deinen Kollegen. Also alle Country Music ist einfach super. Das ist so. Es ist halt bodenständig, erdig, ehrlich. Was halt viel zu wenig der Fall ist heute auf der Erde, die Ehrlichkeit. Es geht nicht immer nur noch um Neid und Missgunst und das haben wir halt in der Country-Musik nicht. Da muss ich dir absolut recht geben. Ja, da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Du bist ja mit deiner Band da. Wie viele Mann seid ihr insgesamt? 6 Musiker auf der Bühne. War das von Anfang an schon so oder habt ihr euch erst gefunden mit der Zeit? Nein, das war eigentlich von Beginn an. Immer so, also einer ist sogar schon über die 20, also bald die 20 Jahre dabei. Ja, also bei mir ist halt, ich bin Schausteller vom Beruf und reise mit der Kirmes umher und das Hobby ist die Musik und da muss ich mir halt schon immer wieder, gut, habe ich so einen großen Hut ab, da kriege ich alles drunter. Sehr gut, sehr gut. Hast du Auszeichnungen auch schon bekommen für dein Werk 20 Jahre? Direkt Auszeichnung habe ich mal den zweiten Platz gemacht, aber es sagt mir gar nicht so viel, weil die Leidenschaft und die Liebe zur Musik ist wichtiger als alles andere, was zu Hause an der Wand hängt. Da hast recht. Mit dem Herz muss man dabei sein, ist dann so, ist genau, richtig. Genau so ist es, ja. Ja, hast du schon einen Tipp, wer heute vielleicht gewinnt? Ein Keimtipp, aber für mich, den behalte ich für mich, weil ich mache immer diese Spiele, mache ich für mich und da bin ich stolz, wenn ich da wieder mal recht gehabt habe. Ja gut, aber du kannst es ja dann heimlich verraten und dann kann ich dir gratulieren, wenn du recht gehabt hast. Das macht wunderbar aus. Passt. Danke fürs Interview. Danke, Angie. Also, schauen wir weiter. We lay and rest just for an hour.
watching a wonderful meteor shower from 9 until 10. Then later on, after it's gone, there in the dark, you reach for me and there's another spot. So we start again. We start again. So let's blame it on the night. Been the same since time began. Take a woman and a man. Dim the light and stop and be if you can. Blame it on the night and the moon that shines on you.